Mitwelt, ein Versuch über ein Leben im Einklang und die große Transformation der Gesellschaft. Mein Name ist Gustav Bergmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich möchte Ihnen einen Versuch vorstellen, eine persönliche und eine gesellschaftliche Transformation zu umreißen. Und dabei gehe ich dabei vor, dass ich starte mit sogenannten kontingenten Entwicklungen. Also es geht um Unbestimmtheit und große Überraschungen. Ich habe diesen Text, den ich heute präsentiere, in der Pandemiezeit geschrieben und dort konnte man sehr nachdrücklich feststellen, welche Überraschungen das Leben alle bereithält, in negativer wie auch in positiver Form. Dann geht es weiter, die Mitweltkrisen nochmal reflektierend, dann zur Entfremdung von der Welt, wie wir uns von der Welt distanziert haben, von uns selbst, von anderen, von der nichtmenschlichen Natur, zum Teil auch von den Dingen. Viertens, was kann Mensch tun? Was können wir alle tun, um eine Veränderung einzuleiten? Wo können wir da beginnen? Was können wir persönlich tun? Und dann geht es natürlich um das große Ganze, die Strukturen und die Systeme, also eine demokratische Mitweltökonomie. Wenn man alles das, was ich hier erläutere, anhand von Abbildungen in einem Volltext lesen will, dann kann man das auf meiner Seite, wie hier gezeigt, an der Universität Siegen gerne downloaden. Ich starte mit einem kleinen Text, der auf der Seite 2 von Albert Camus, Die Pest, steht. In unserem Städtchen vermengt sich alles, dies alles und geschieht mit der gleichen Maßlosigkeit, doch ohne innere Anteilnahme. Das mag eine Folge des Klimas sein und bedeutet, dass man sich langweilt und sich bemüht, Gewohnheiten anzunehmen. Unsere Mitbürger arbeiten viel, aber nur, um reich zu werden. Sie befassen sich hauptsächlich mit Handel und dem, was sie Geschäfte machen nennen. Vielleicht ein interessanter Einstieg. Worum geht es eigentlich? Es geht um die Mitwelt. Ich verwende diesen Begriff, weil er die soziale und die ökologische Sphäre beinhaltet. Es geht also immer um den Zusammenhang zwischen der sozialen Welt, der menschlichen Natur und eben der nichtmenschlichen Natur, der gesamten Ökosphäre. Und diese beiden Sphären hängen eng zusammen. Die Mitweltökonomie, die mir vorschwebt, ist deshalb immer auch eine deliberative und demokratische Entwicklung. Also es wird gemeinsam gesucht, wie man etwas gestalten kann. Man kann auch grundsätzlich sagen, alles Sein ist ein Sozialprodukt. Alleine sind wir nichts. Wir sind nicht in der Lage, noch nicht mal unser Selbst zu bestimmen. Wir brauchen andere Menschen und das Wesentliche im Leben wird gemeinsam gestaltet. Ich sprach in der Einleitung davon, dass es um Krise und Kontingenz geht. Also plötzlich kann alles anders sein. Und ich rufe dazu auf, dass wir die gegenwärtige Krise nutzen als Blaupause für Transformation und Metamorphose. Denn schon nach kurzer Zeit kann es sein, dass andere Krisen auf uns warten. Am Horizont ist mindestens zu erkennen, dass weitere ökologische Krisen auf uns warten. Es kann auch andere Pandemien geben und letztlich ist ja auch diese Pandemie eine ökologische Krise. Vermutlich leben wir aber, wenn man es ein bisschen zuversichtlicher ausdrücken will, in einem Epochenwandel. Man kann sagen, vieles ist schief gegangen in den letzten Jahren. Die Ökonomie war dabei mehr Teil der Probleme als der Lösung und das sagt Ihnen ein Ökonom. Ja, wir müssen darüber nachdenken, wie viel Markt sinnvoll ist, wie viel Demokratie vielleicht besser wäre. Wie steht es überhaupt mit unseren Grundwerten von Demokratie, Freiheit und Gleichheit? Wie können Wandlungsprozesse ausgelöst werden? Wie können Menschen zu verantwortlichem Verhalten bewegt werden? Welche Rahmenbedingungen fördern eine Kultivierung der Menschen und die Ausbildung einer Mitweltökonomie? Das wäre doch ein schönes Ziel, wenn wir das wieder in Augenschein nehmen. Ich will das gleich mal umreißen und die wichtigsten Punkte kurz skizzieren. Dieser fundamentale Wandel, den ich für möglich erachte, gerade wenn man jetzt sieht, dass wenn Krisen alle Menschen betreffen, dass dann durchaus auch kollektives Handeln möglich ist und eine Veränderung denkbar erscheint. Eine
Fundamentale gemeinwirtschaftliche Ökonomie schwebt mir vor. Also eine umfassende Versorgung mit lebensnotwendigen Mitteln, Zugang zu Wasser, Luft, Mobilität, Bildung. Das wäre schön. Und das verbunden mit einer bedingungslosen Grundsicherung, mit Grundeinkommen und Vermögen. Eine deutliche Besteuerung von Erbschaften und Vermögen, eine Bekämpfung der Steuerverkürzung und Vermeidung. Die weitreichende inklusive Mitwirkungsgesellschaft, also mehr Demokratie, zum Beispiel auch in Betrieben, in der Wirtschaft. Zudem scheint mir wichtig, die ökologischen Maße neu zu bestimmen und eine Ökonomie der Regenerativität und Resilienz zu etablieren. Was wir also wieder in Kreisläufen denken und nicht wahllos die Erde zerstören. Wir müssen die Konzeption der individuellen Freiheit neu denken und vielleicht über eine soziale Gleichfreiheit nachdenken. Das heißt, alleine frei kann man nicht sein. Eine Freiheit ist erst dann verwirklicht, wenn alle in der Gesellschaft frei sein können und auch frei entscheiden können. Nicht zuletzt bietet sich die Chance, über wirkliche Pluralität, gegenseitige Anerkennung und Toleranz als Interesse am anderen zu entwickeln und damit eine solidarische Gesellschaft zu verwirklichen. Mit der Etablierung dieser transformativen Sphären wäre auch möglich, aus der systembedingten Steigerungsspirale auszutreten und utopische, also positive Vorstellungsbilder der Zukunft, eine lebensdienliche, förderliche Alternativen unseres Ökonomiesystems zu entwickeln, die uns aus der Ungerechtigkeit und der Erdzerstörung herausführen. Damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Es gilt leider zu erinnern an die Mitweltkrisen, die wir haben. Wir haben eben gerade gehört, es gibt soziale Krisen und es gibt ökologische Krisen. Diese große Ungerechtigkeit, die zunehmende Ungleichheit auf dem Planeten und die vielfältigen Erdzerstörungsphänomene, es ist nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Bedrohung der Erde, der Flächenverbrauch, der mangelnde Zugang zu Wasser, zu Sand überraschenderweise, seltene Erden, fossile Energien, alles wird in den letzten wenigen Jahrzehnten geradezu verpulvert und für die nächsten Generationen bleibt nichts mehr vorhanden. Das ist sicherlich hochdramatisch. Und daran hat uns ja noch im letzten Jahr ganz heftig die Fridays for Future Bewegung erinnert. Die gute Frau Greta Thunberg hat uns mit sehr, sehr eindringlichen Worten an den Schutz der Erde erinnert, dass das das Wichtigste ist, dass wir unsere Lebensgrundlagen schützen. Our house is on fire, I want you to panic. Und sie sagte, how dare you, wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur alles verbraten, alles extrahieren, alles auspumpen, alles vergeuden, alles vermüllen? Warum ist die Zerstörungswut so? Und meine These dabei ist, dass jetzt die Pandemie, die wir erleben, kein Pharmakon ist. Es ist kein Heilmittel in der göttlichen Ordnung, das die Menschen für ihre Maßlosigkeit bestraft. Das wäre ja grausam. Das ist ein vollkommen mittelalterliches Denken. Es ist vielmehr so, nicht der Handel, der globale Austausch, die Multikulturalität und die Vernetzung der Welt sind die Ursache unserer Probleme, sondern die politische, also die gestaltete Form der Gesellschaften. Wir sind leichtfertig im Laissez-faire, in der Marktlogik, in der primitiven Freiheit. Wir müssen neu darüber nachdenken, ob wir das nicht mehr gemeinsam gestalten müssen. Es gibt eben eine Gesellschaft und Ökonomieform, die weniger Schäden anrichten würde und alle Menschen besser schützen kann, die resilienter ist und robuster ist, ist ja gerade der Vorteil, dass nicht ein Weltgericht über uns hereinbricht oder ein Schicksal empfangen wird, sondern wir können die Risiken reduzieren und die negativen Folgen mindern durch eine angemessene Mitgestaltung, eine demokratische Mitweltökonomie. Der französische Philosoph Alain Badiou hat mal darauf hingewiesen, dass es zwischen Kapitalismus und Kommunismus, den zwei großen Formen, unterschiedlichen gesellschaftlichen Formen, Entwicklungsschritte gibt. Entweder die driften ab, wieder zurück in den Traditionalismus und enden dann in den grausamen
realen Formen wie Faschismus und Stalinismus, die die Teile der Menschheit eben schon erleben mussten. Und auf der kapitalistischen Seite, also bei der marktwirtschaftlichen Orientierung, ist, wie auch zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, durchaus eine Demokratie mit Menschenrechten, Rechtsstaat und Sozialstaat entwickelt worden. Die kommunistische Seite hat da aber Defizite. Es wird vielfach erinnert, und deswegen ist Kommunismus bis heute ein Schreckgespenst, dass man denkt, das ist immer mit Autokratie, mit Vorbestimmung, mit Diktatur verbunden. Die realen Ausprägungsformen sind da in wirklich schlechter Erinnerung, aber vielleicht haben sie auch gar weniger mit Kommunismus zu tun als mit anderen Formen der Diktatur. Was uns fehlt und was mir vorschwebt, ist wahrlich ein, wenn Sie so wollen, demokratischer Kommunismus oder demokratischer Sozialismus, wie er in Teilen von Skandinavien ja im Grunde schon in den Grundstrukturen entwickelt ist. Aber bevor Sie ganz erschrocken sind, ich bin kein Kommunist, noch nicht mal Marx, war ja Marxist, ich bin auch kein Marxist. Meine Quellen sind vielfältig, und ich stelle mir vor, dass wir weiter in die Moderne schreiten, dass wir uns weiter entwickeln als Gesellschaften, dass wir all das nutzen, was zum Beispiel große Philosophen entwickelt haben, und dass wir eine demokratische Mitweltökonomie entwickeln, die eben durch und durch demokratisch ist, bis in jede Ecke der Gesellschaft, wo es viel mehr Gemeinwirtschaftliches gibt, viel mehr Gemeinsamkeit, viel mehr Solidarität, und wo unsere Grundwerte wirklich verwirklicht sind. Nicht so wie bei scheinbar demokratischen Ländern, die auf kapitalistischer Version basieren, wie zum Beispiel in den USA, gibt es dann doch deutliche Einschränkungen in Richtung Demokratie, und die Gesellschaft driftet auseinander. Das ist sehr, sehr bedenklich, erscheint. So, ja, ich möchte Ihnen gerne einen großen Forscher vorstellen, Karl Polanyi. Der hat 1944 sein großes Werk, die große Transformation, publiziert. Und er hat da einige Bedenken angemeldet, insbesondere an freien Märkten, und die bezogen auf drei Formen, nämlich die Produktionsfaktoren, die man in den Wirtschaftswissenschaften meistens verwendet, dass man sagt, es gibt dort drei Produktionsfaktoren. Das ist einmal die Arbeit, das ist Grund und Boden, was man normalerweise als Natur oder nichtmenschliche Natur bezeichnen würde. Und eben das Kapital. Und Polanyi meint, dass es nicht sinnvoll ist, dort freie Märkte zu errichten. Also einmal für Arbeit, warum nicht? Weil die Arbeit sich ja menschliche Arbeit ist und die nicht erweiterbar ist. Menschen, die Arbeit an einem Markt anbieten müssen, die verlieren ihre Freiheit dadurch, dass sie sich verdingen müssen. Grund und Boden ist auch nicht erweiterbar, gehört eigentlich allen Menschen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum jetzt nur wenige Menschen über Grund und Boden verfügen und warum das privatisiert wird. Und das Kapital ist insofern problematisch, wenn das zu einer handelbaren Ware wird. Das sehen wir, dass zum Beispiel Geld geschöpft werden kann und dass die Staaten das dereguliert haben und insofern Geld produziert werden kann von einigen Akteuren in dieser Marktgesellschaft und damit außerordentlichen Druck entfalten für die Menschen, die eben durch den Zwang der Verhältnisse ihre Arbeit anbieten müssen und kaum Alternativen haben, und insofern dann ausgebeutet werden. Bei den offenen Märkten in dieser Marktwirtschaft oder Marktgesellschaft führt es eben dazu, dass die Menschen in Abhängigkeit geraten,
dass Machtstellungen produziert werden, die letztlich eine Unfreiheit für alle Menschen bedeutet. Märkte sind bedingt tauglich. Märkte verändern die ethische Einstellung. Wenn man jemand etwas einem bestimmten Vorrichtung einen Preis gibt, wie zum Beispiel, dass man pünktlich seine Kinder von der Kita abholt, wenn man dafür eine Strafgebühr einstellt, dann hat sich empirisch erwiesen, wie Michael Sandel das vielfach beschreibt, dass die Menschen dann eben dies als Dienstleistung betrachten, dass sie ihre Kinder später abholen, als sie es normalerweise müssten. Michael Sandel spricht dabei von einem moralischen Niveauverlust. Die Leute, die sich's leisten können, holen dann sukzessive ihre Kinder immer später von der Kita ab. Also man merkt dabei, also wenn man etwas zu Markte tragt oder Preise dafür nimmt, dass sich dann eben die ethische Einstellung verändert. Für viele Bereiche, wie eben gesagt, ist es absolut ungeeignet, Märkte zu errichten. Menschen müssen eigentlich Zugang zu bezahlbaren Wohnungen haben, sie müssen freien Zugang zu Bildung haben. Die stellen sich nur vor, es gibt in den USA private Gefängnisse. Dann gibt es doch komischerweise immer größere Gefängnisse, immer mit immer mehr Gefängnisinsassen, weil man damit eben mit diesen privaten Gefängnissen eben Gewinne einfahren will. Das Problem ist, dass in alle diese Sphären Ökonomie damit einzieht. Und wenn es zum Beispiel in der Medizin ist, dann ist es so, dass dann Ärzte Schwierigkeiten haben, ihre Praxen über Wasser zu halten, wenn sie sich zu viel um die Patientinnen und Patienten kümmern. Wenn man eine menschenbezogene, sprechende Medizin macht, wird man bestraft. Wenn man eine Maschinenmedizin anbietet, wird man belohnt. Das ist jetzt natürlich nur eine einfache Darstellung von mir, aber die Tendenz dürfte nachvollziehbar sein. Märkte sind amoralisch und antizipieren nicht. Das konnte man zum Beispiel auch in der Pandemie merken, dass es dort eben Verhaltensweisen gab, dass es Krisengewinnler gab, dass sich plötzlich Produkte maßlos verteuern oder dass es eine Unterversorgung gab. Man merkt plötzlich, dass der Markt gar kein so gutes Regulativ ist. Märkte funktionieren nur unter bestimmten Bedingungen. Und das Hauptproblem ist Macht. Wenn man Märkte nicht streng einhegt und reguliert, dann kann ganz schnell daraus eine große Machtposition resultieren. Wie man das ja merkt, dass jetzt zum Beispiel ganze Märkte besessen werden von den modernen Daten- und Medienkonzernen, wie zum Beispiel Amazon, die den Markt für nicht preisgebundene Bücher, also antiquarische Bücher, vollständig weltweit beherrschen. Sie besitzen diesen Markt und jeder Marktteilnehmer muss bei Amazon in dem System mitarbeiten. Er ist kein eigenständiger Konkurrent mehr. Es gibt riesige Zutrittsbarrieren zu diesen modernen Medien- und Datenmärkten. Die werden also kontrolliert von einigen wenigen quasi Monopolisten. Märkte bedeuten Konkurrenz, wir brauchen aber mehr Solidarität und Kooperation. Wir können nicht überall Konkurrenz veranstalten, wo wir doch so große gemeinsame Probleme haben. Wir landen letztlich in dieser Marktgesellschaft, die Polanyi so früh beschrieben hat, in einer Postdemokratie, die Colin Crouch so benannt hat. Dort ist es so, dass die Demokratie in der Postdemokratie zur Nebensache wird. Die wesentlichen Entscheidungen werden dann undemokratisch getroffen. Die wesentliche Macht geht von den Eigentümern aus, die die Wirtschaft steuern und die Demokratie durch Einflussnahme unterwandern. Damit wird die Freiheit der meisten Menschen deutlich eingeschränkt und Freiheit ist eigentlich die Abwesenheit von Beherrschung. Freiheit bedeutet, es gibt eine Möglichkeit auf Mitwirkung in der Gesellschaft.
und dass ich mich frei betätigen kann, dass ich auch Nein sagen kann, zum Beispiel zu bestimmten Berufen. Oder dass ich überhaupt noch so viel Kraft und Energie habe, dass ich mich abends auch noch vielleicht politisch betätigen will oder mich weiterbilden möchte. Die Technologie, die Digitalisierung, das wird zum Beispiel angeboten als große Lösung für alles. Aber wir wissen, dass Technologien nichts festlegen. Sie sind weder Lösungen per se noch Schicksale. Es ist vielmehr so, dass die Technologien eigentlich zeigen, welche gesellschaftlichen Bedingungen vorliegen. Und es ist ganz klar, die Frage zu stellen, wer verfügt über das Eigentum, wer hat die Macht, wer hat die Gestaltungsmacht. Wir kommen damit zum dritten Punkt, der Entfremdung von der Welt. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass wir zwei große systemische Risiken haben, nämlich den Klimawandel und die Naturzerstörung und Ungerechtigkeiten und die Ungleichheit. Kapitalismus ist nicht die alleinige Ursache für alle Probleme auf dieser Welt. Aber man kann sagen, er verschärft fast alle Krisen auf diesem Planeten. Vor einigen Jahren durfte ich eine Kunstausstellung in der Kunsthalle Basel sehen und da hatten zwei Schweizer Künstler ein Projekt unternommen, ein Video erstellt, wo sie eine Reise über einen Schweizer See unternommen haben mit einem Holzschiff, wo sie das Holz des Bootes langsam verfeuerten und dann irgendwann im See untergingen. Das war eine sehr schöne Metapher dafür, dass der Mensch im Anthropozän, also in dem Menschenzeitalter, seinen Heimatplaneten geradezu auffrisst. Und Sie wissen, dumm ist, der Dummes tut von Forrest Gump. Die Ursachen dafür liegen in der Wirtschaftsweise. Und zwar der 10%, vielleicht sind es 15%. Die westliche Lebensweise ist nicht durchhaltbar. Um das deutlich zu machen, wenn man den Ecological Footprint sieht, dann sieht man, wie es verteilt ist. Hier ist die Belastung der natürlichen Umwelt aufgezeichnet und bestimmt damit die Größe der einzelnen Kontinente oder Länder. Und Sie sehen, die untere Hälfte, verkürzt gesagt, der globale Süden, hat einen verschwindend kleinen ökologischen Footprint. Sie sehen, Brasilien holt langsam auf und wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren in der Darstellung etwas größer werden. Aber das macht die Sache nicht besser. Und bei den Waffenexporten, da sieht es noch drastischer aus. Der globale Norden produziert die Waffen und finanziert oder stattet damit die Kriege im Süden aus. Der große Hebel der Veränderung, der liegt also bei uns in der westlichen Welt, wenn ich das mal vereinfacht so sagen darf. Wir halten uns nicht an unsere Werte. Wir tragen die vor uns her. Wir behaupten, wir haben alle den kategorischen Imperativ von Kant gelesen. Man kann aber sagen, dass wir die Werte, die wir entwickelt haben, nicht wirklich praktizieren. Und somit landen wir im Kapitalozän. Wir leben im Kapitalozän, wo sich fast alle Akteure nach einer Kapitallogik verhalten müssen. Es ist der Prozess der Kapitalisierung und Aneignung, der zu einer Epochenkrise führt. Da sich die Ausbeutung der Welt nicht mehr weitertreiben lässt, Arbeit, Nahrungsmittel, Energie und Rohmaterialien, die Four Sheeps, also die vier billigen Produktionsmittel, ausgeschöpft sind, verlangt die Kapitallogik das Eindringen in die Biosphäre nach dem Gesetz der billigen Natur. So Jason Moore. Wir haben Ungleichheit, mangelnde Teilhabe, wir haben Unbestimmtheit, Unübersichtlichkeit und wir haben eine mangelnde Haftung in der Wirtschaft. Und deswegen biete ich an, die Wirtschaft umzubauen in eine Mitweltökonomie, eine soziale, ökologische und erfinderische Ökonomie mit dienender Funktion.
demokratische Entscheidungen, Diskurse, Dialoge, Einvernehmen und Kooperation. Man kann sagen, Marktwirtschaft ist wirklich kein Heiligtum, es gibt andere Koordinationsformen und Märkte sind eben oft keine. Soziales ist nicht nur ein Anhängsel, sondern ein Verfassungsgebot. Wir wissen, dass Eigentum, zum Beispiel im Artikel 14, Eigentum verpflichtet und darf nur zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt werden. Daran halten wir uns fast gar nicht. Wir müssen unsere Lebensweise umstellen auf Nachhaltigkeit und Genügsamkeit. So ist der Kapitalismus geendet. Das ist ein Bild aus Mailand, wo die Via Friedrich von Hayek, einem der libertinären Ökonomen, typischerweise genau an diesem Punkt errichtet worden ist. Und es geht um Eat, Shop, Fun oder eben um Brot und Spiele. Was könnten wir tun? Märkte und Commons, Netzwerke, Deliberation, Soziokratie, Demokratie. Märkte sind gute Selbstorganisationsformen, das kann ich wirklich bestätigen. Sie brauchen aber demokratisch auferlegte Regeln und Grenzen. Dazu muss der demokratische Staat Macht haben. Das konnte man jetzt gerade in der Pandemiekrise sehen. Die Menschen sollten an wichtigen Entscheidungen beteiligt sein. Wollen Sie das wirklich, dass 39% der Ausgaben des Staates für Militär bereitgestellt werden? Es einen rudimentären Sozialstaat, gravierende Ungleichheit gibt, private Gefängnisse, private Bildung, Verwüstung der Landschaft, ein heilloses Gegeneinander, wenig Steuern, aber sehr große Ausgaben, imperialer Lebensstil auf Kosten anderer und zukünftiger Menschen, dann, wenn Sie das wollen, dann sollten Sie in die USA umziehen. Es gibt nämlich eine Tragik des Eigentums nach meiner Ansicht. Die Ungleichheit und die Macht, einseitige Verteilung der Macht gefährdet die Demokratie, es gibt eine Gerechtigkeitslücke und mangelnde Haftung. Das Kapital stockt, kann man sagen. Also es wird in wenigen Händen gehalten und zum Beispiel fehlt genau da, wo man eigentlich investieren müsste, wo die Gesellschaft sich weiterentwickeln will, weil eben einige wenige auf diesem Geld sitzen oder es in nicht gesellschaftlich dienlichen Bereichen versuchen einzusetzen. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Den Satz muss man sich wirklich im Kopf zergehen lassen. Was gibt es für Angebote aus der Theorie? Theorie der Gerechtigkeit zum Beispiel von John Rawls, der hat sich eine Gesellschaft vorgestellt, wo man nicht weiß, theoretisch nicht weiß, auf welcher Position man landet. Ich fand diesen Gedanken oder finde ihn bis heute sehr ertragreich und sehr erkenntnisreich. Welche Gesellschaft würde Mensch wählen, wenn er nicht wüsste, wo er in der Gesellschaft eintritt? Es ist anzunehmen, dass niemand aus vernünftigen Gründen eine freie Marktgesellschaft wählen würde. Es könnte ja sein, dass sie am unteren Ende der Gesellschaft eintreten und dann kaum Chancen auf Verwirklichung hätten und Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Aber eine demokratische Gesellschaft mit Marktelementen, das wäre vielleicht was. Wir haben weitere Philosophen. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Immanuel Kant. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung. Schaffen wir eine Kultur der Befähigung, in der jeder Mensch ein gehaltvolles Leben verwirklichen kann. Amartya Sen. So sieht man, es gibt eine Menge, und da könnte man die Listen noch weitermachen, von wirklich erhabenen Philosophien und Theorien. Und es wäre wirklich schön, wenn wir uns daran halten könnten, wenn wir diese Theorien weiter verwirklichen und eine wirklich solidarische Gesellschaft schaffen. Aber was kann man persönlich tun? Kommen wir zum vierten Punkt. Ich will mal aus dem Text zitieren. Sie sagen, man könnte nichts tun und doch sind sie Täter jeden Tag. Sie klagen, was soll man nur machen und sie machen jeden Tag. Sie fragen, was soll das alles nur bewirken und sie wirken jeden Tag. Das bringt doch nichts, jammerten sie und gingen einfach weiter. Wenn man eingreift, bringt das doch nichts, wussten sie und doch zerstörten sie jeden Tag. Es ist so schlimm, riefen sie und verschlimmerten die ganze Zeit.
Wie konnte es so weit kommen? Fragten sie und wollten doch immer mehr. Die anderen sind schuld, ich habe von nichts gewusst. Wie wäre es, einfach zu versuchen, weniger Schaden anzurichten? Es sind eben etwa 50% der Weltbevölkerung, die über die Verhältnisse aller anderen leben. Die große Mehrheit der Menschen leben notgedrungen in Elend und Hunger. Wenn hier ein Appell an die individuelle Veränderung formuliert wird, gilt er insbesondere den Wohlhabenden, die Bildung erfahren durften und über eine große Wirkmacht verfügen. Es sind ja gerade auch Menschen, die gerne ein grünes Bewusstsein vor sich hertragen, aber sich geradezu schizoid verhalten, indem sie alles unternehmen, was sie können, zu Virtuosen der Erdzerstörung zu avancieren. Und deswegen habe ich eine kleine Typologie der Nichtveränderung aufgeführt. Es gibt also eine ganze Menge von Menschen, die irgendwelche Ausreden finden, warum sie gerade nichts tun können. Ich denke mal, Menschen sind wirksam in ihrem Handeln, denn sie sind es ja auch, die die Erdzerstörung betrieben haben und täglich weiter betreiben. Grundsätzlich hat dabei jeder Mensch den Anspruch auf die Veränderung der Welt im Umfang von etwa ein Achtmilliardstel. Jede Einwirkung muss mit den anderen Menschen abgestimmt werden. Keiner hat das Recht auf das Leben anderer, ohne deren Einwilligung einzuwirken. Deshalb ist eine legitime Transformation für mich immer ein Prozess des gemeinsamen Gestaltens und Entscheidens. Es ist entscheidend, dass Menschen in die Lage versetzt werden, an den demokratischen Bildungsprozessen teilhaben zu können, dass sie in zweifacher Hinsicht dazu befähigt werden, indem sie einerseits Gelegenheit zur Bildung und Information bekommen und andererseits materiell hinreichend abgesichert sind. Das ist ja gerade, was in einem finanzkapitalistischen System den meisten nicht ermöglicht wird. In dem Text, den ich hierzu begleitend erstellt habe, kann man sich die ganze Typologie der Nichtveränderung nochmal genüsslich vorlesen und vielleicht sich selber vergegenwärtigen, wo man eigene Ausreden hat dabei. Ich möchte jetzt zu vier Ansatzpunkten der persönlichen Transformation kommen. Es gibt im Prinzip vier Ansatzpunkte für persönliche Veränderung. Die stammen ebenfalls von dem Philosophen Alain Badiou. Kunst ist ein Weg, also sich künstlerisch betätigen in jedweder Form. Zu zeichnen, zu malen, zu tanzen, zu musizieren, sich in irgendeiner Form künstlerisch Ausdruck zu verleihen, wenn es Gartenbau ist oder was immer, Handwerk. Dann die Entdeckung, die Forschung, irgendwas zutage fördern, sich einer bestimmten einem Bereich widmen, um dort neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist immer ein Punkt der persönlichen Transformation. Dann spricht Badiou von der Alteration der Liebe, die Steigerung und Veränderung der Liebe zu sich selber, zu anderen, zur Natur, die Empathie, die Unterstützung. Und vierter Punkt, das Engagement. Und das leitet im Grunde über auf auch die gesellschaftliche Frage der gesellschaftlichen Transformation. Es gibt in dem Text eine kleine Exkursion zur persönlichen systemischen Weltveränderung. Und das stammt aus der Systemtheorie und für mich ist es irgendwie naheliegend, weil es ist sehr, sehr umstritten, ob wirklich im Kapitalismus sich Menschen verändern können. Ich will es aber mal kurz erläutern. Ein soziales System konstituiert sich aus den Kommunikationen von Menschen. Es ist wahrnehmbar von Beobachtern durch die spezifische Art der Kommunikation. Wenn nun ein Akteur es schafft, das System durch eine Variation, eine Irritation, eine Frage, eine Provokation, eine Evokation zu stören und folgt eine, wenn auch zuweilen geringe Veränderung des Systems. Also immer, wenn man irgendwas tut, wenn man die Kommunikation verändert, verändert sich das System. Das heißt, wenn eine Person sich ändert, den Kontext verändert durch die Art der Sprache, die Nutzung von Bildern, die Sitzordnung, die Räume, die Organisationsform oder immer auch Fragen danach, dann müssen sich zwangsläufig andere auch verändern.
Diese Transformation wirkt natürlich nicht sofort gewaltig und fundamental. Sie ist auch nicht intentional steuerbar, sondern immer ein Wagnis. Wenn aber wenige konsequent eine neue Richtung einschlagen oder eine andere Sprechweise, zum Beispiel bedingungslose Freundlichkeit, probieren, dann wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das System ohne Druck in diese Richtung bewegen. Erst unmerklich, fast hoffnungslos, plötzlich schier überraschend, in wandelerregender Geschwindigkeit, könnte man sagen. Exponentiell. Jede Veränderung eines sozialen Systems kann von Einzelnen bewirkt werden, auch wenn sie eine bisher geringe Macht oder Bedeutung haben. Deshalb erscheint es mir so wichtig, zuversichtlich und beharrlich eine mitweltgerechte Praxis auch im Kleinen zu betreiben. Wir brauchen, das meine ich, eine Brücke zwischen der Sicht auf die Notwendigkeiten der politischen und ökonomischen Transformation, die Veränderung der strukturellen Ursachen der Mitweltzerstörung und dem persönlichen Handlungsspielraum. Der individuelle Ansatz ist allein natürlich nicht ausreichend, kann auch schnell aussichtslos wirken, auch darf die Verantwortung nicht auf einzelne von den Mächtigen zurückverwiesen werden. Strukturell ist es zum Beispiel in Deutschland kaum möglich, nachhaltig und mitweltverträglich zu leben. Die Infrastruktur ermöglicht es schlicht nicht. Dennoch wirkt es motivierend und quasi als Zuversichtsquelle, sich selbst, insbesondere mit anderen zusammen, auf den Weg zu machen, irgendwie weniger Schaden anzurichten und sich solidarisch zu engagieren. Ich habe da ein Beispiel für, das ist der Film Tomorrow, ich glaube, es ist aus dem Jahre 2016. Dort haben sich vier junge Filmemacher auf den Weg gemacht, nach Lösungen auf dieser Welt zu suchen. Und sie haben wirklich dort wunderbare Beispiele gefunden, wo mitten in der Zerstörung doch das Hoffnungsvolle und Zuversichtliche wächst. Ich denke, wir müssen unser Leben ändern. Wir brauchen eine solidarische Gesellschaft mit Freizügigkeit. Wir brauchen Städte für Menschen. Wir brauchen Grundeinkommen für jeden. Wir brauchen Bildung als Stätten der Muße. Wir brauchen vorsorgendes Wirtschaften. Wir brauchen nachhaltige Landwirtschaft. Viel Freiraum für das künstlerische, erfinderische und glückliche Leben. Und diese Transformation von Strukturen und Systemen ist natürlich der Hauptpunkt. Ziele verändern, eine dienende Mitweltökonomie statt einer Reichtumskunde. Wir brauchen Kooperation und weniger Konkurrenz. Wir brauchen systemisches Denken in Ganzheiten. Wir müssen Märkte und Konzerne beschränken. Wir müssen Demokratisierung vorantreiben, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit, ein menschliches Maß finden und agnostisch zum Wachstum werden. Wir brauchen mehr Resilienz, Nachhaltigkeit und Genügsamkeit. Diese Transformation beginnt, ja, wir fahren auf einem Schiff, das kränkt und leckt. Man könnte sogar sagen, wir fahren auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Gegend. Es gibt viel Beklagenswertes. Einigen Leuten geht es unglaublich gut, aber wir müssen das bei voller Fahrt umbauen. Wir können ja nicht auf ein anderes Schiff sehen, mit dem wir durch die Weltgeschichte fahren. Wir wissen auch, dass eine kritische Analyse vorliegt. Wir kennen auch damit die Ansatzpunkte. Meines Erachtens brauchen wir aber Einstiegsluken in die Transformation. Neben dem politischen Engagement sind das auch dezentrale Gemeinschaftsprojekte, also Reallabore, Permakultur, Soziokratie, alternative Lebensformen, Selbstversorgung und vieles mehr erprobt werden. Auch experimentelle Forschungen, zum Beispiel zum Grundeinkommen oder neue Formen der Arbeit, sind hier zu nennen. Es ist nicht alles Sozialromantik, was konkret probiert wird. Insbesondere die begünstigte Avantgarde, die entscheiden können, haben eine Verantwortung, es zu probieren. Nach Anthony Appiah, einem, glaube ich, aus Ghana stammenden Philosophen, vollzieht sich die moralische Transformation in verschiedenen Stufen. Er nennt einige Beispiele, wo sich neue Standards durchgesetzt haben. Es beginnt fast immer mit Ignoranz und Leugnung der Probleme. Zum Beispiel können Sie es auf Umweltprobleme, auf Ungleichheit, damals auf Sklaverei oder was immer beziehen. Dann kommt es zur Anerkennung des Problems, aber es wird noch kein Bezug zu eigenem Handeln oder der eigenen Verantwortung hergestellt. Ich kann doch nichts machen. Dann kommt es zur folgenlosen Betroffenheit, der Anerkennung des persönlichen Bezugs,
Aber es werden Gründe für Nichthandeln vorgeschoben. Ich hatte eben eine kleine Galerie vorgestellt von Veränderungshemmnissen. Zumindest habe ich sie im Begleittext genauestens ausformuliert. Und dann erfolgt das Handeln und die Veränderung. Später erscheint großes Unverständnis, warum vorher nicht gehandelt wurde. Das wird wahrscheinlich auch so sein, wenn man irgendwann zurückblickt und sagt, warum haben wir eigentlich vollkommen freien Kapitalismus mit Marktgesellschaft und reduzierter Demokratie geduldet und warum haben wir die ganze Erde zerstören wollen? Deswegen schlage ich vor, sechs Elemente einer demokratischen Mitweltökonomie: Vielfalt, wirkliche Toleranz als Interesse am anderen, Gleichheit, Gerechtigkeit und Machtausgleich, Freiheit und Freiräume, Zugang zu Bildung, Sehen und Ressourcen, Mitwirkung und Demokratie, Maße und Regeln, Human Development Index, Donut-Denken, sind viele, viele Ansätze, die es da zu erläutern gibt. Und im Text werden Sie, in dem Begleittext werden Sie auch da detaillierte Informationen finden zu all diesen sechs Bereichen. Mir schwebt ein menschliches Maß vor, das dann gegeben ist, wenn sich unsere Handlungen nicht negativ auf uns, andere und zukünftige Menschen richten und wenn Menschen auf ihre soziale und natürliche Mitwelt gestalterisch einwirken können und mit dieser im Einklang leben. Die Mitwirkung wäre dann so: alles ist verstehbar, handhabbar und erscheint sinnhaft. Dann sind wir wirklich in einer glücklichen Gesellschaft angekommen. Es ist eine demokratische Mitweltökonomie mit Teilhabe, Mitwirkung, Verantwortung. Und dieser Entwurf wurde eben mit den sechs Elementen skizziert. Wir haben ein Wirtschaftssystem errichtet, das die skrupellosesten Egoisten am meisten belohnt. Wir brauchen stattdessen ein System, in dem es einfach ist, ein guter Mensch zu sein. Leistung besteht in einem Beitrag zur Gesellschaft, nicht das Anhäufen von persönlichen Reichtümern, meiner Ansicht nach. Es wäre eine lebensdienliche, mitweltgerechte Ökonomie, eine Kultur der Befähigung und Verständigung. Die Wirtschaft müsste dazu demokratisiert werden. Demokratie ist eine Lebensform der Toleranz, des Dialogs und der Pluralität. Und es ist eine Frage der Verantwortung und Kultivierung. Es gilt also, die Demokratie auf alle Lebensbereiche massiv auszuweiten. Wir brauchen ein Gleichklang, zum Beispiel Unternehmen. In Unternehmen bestimmt derjenige, der das Eigentum hat und niemand anders, wenn es auch manchmal anders erzählt wird. Der das Eigentum hat, der entscheidet. Und die Entscheidungen, die getroffen werden, bestimmen auch über die Entwicklung des Systems und der einzelnen Akteure in diesem System. Und es ist eine Frage, wie es sich entwickelt, es ist dann eine Frage einer Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeitsfrage wirkt wieder zurück auf die Eigentumsfrage. Und wir müssen da anpacken, dass wir ein gerechteres System, auch eine gleichmäßige Verteilung von Eigentum ermöglichen. Das heißt, wir haben drei Lösungen. Wir müssen in Siegen an der Uni wollen wir ein Siegener Modell der Unternehmensverfassung entwickeln, das ein verantwortliches Unternehmen ermöglicht, das also nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern das vielen anderen Zielen verschiedener Anspruchsgruppen dienen kann. Wir wollen mit Methoden und Modell der Mitwirkung und Demokratie in der Wirtschaft forcieren und wir wollen Haftungsstrukturen und Verpflichtung des Eigentums durchsetzen. Das führt dann zu verschiedenen Handlungsfeldern, die hier aufgezeigt sind. Also sie setzen an Problembereichen an der Ungewissheit, der Ungleichheit, der Unverantwortlichkeit. Und dahin wollen wir Mitwirkung, Teilhabe und Verantwortung realisieren. Das sind die Forschungsfelder. Das wollen wir wiederum auf der Makroebene, Staat, Gesellschaft, auf der Zwischenebene, der Mesoebene und der Mikroebene durchsetzen. Und haben dann daraus eben aus diesem morphologischen Kasten, wenn man so will, eine Vielzahl von Forschungsansätzen kreiert. Kommen wir noch zu ein paar Lösungsansätzen, die jetzt mal hier thesenhaft formuliert sind. Radikale Energiewende, nachhaltige Lebensmittelproduktion, neue Entwicklungsmodelle für ärmere Länder, enorme Investitionen in Bildung und Geschlechtergleichheit,
Gesundheit und Familienplanung, Besteuerung aller nicht nachhaltigen Aktivitäten, Abbau der Vermögensungleichheit durch globales Steuersystem. Und hier, denke ich, ist der größte Ansatzpunkt. Und das geht nur mit demokratischen Staaten, die diese Regeln setzen. Die 6 Elemente, die eben skizziert wurden, der Mitweltökonomie, sind sozusagen Kriterien dafür, wie man sich weiterentwickeln kann. Und viele von diesen Thesen, die ich hier in gebotener Kürze vorgebracht habe, sind natürlich ganz klar oder können als blauäugig desavouiert werden. Ich weiß, dass einige sagen, das bringt doch alles nichts und die kapitalistische Mühle dreht sich weiter, wir werden da kein Ende finden. Doch ich bin zuversichtlich, dass es eine kollektive Vernunftentwicklung geht. Je größer die Bedrohung für alle Menschen wird auf diesem Planeten, desto mehr wird es auch eine Offenheit dafür geben. Hier haben wir noch ein paar Diskussionsangebote, zum Beispiel richtig was zum Kauen und zu diskutieren, auch in privater Runde. 100% Erbschaftssteuer, schon von John Stuart Mill vorgetragen, bedingungsloses Grundeinkommen und auch Vermögen, ökologische Steuerreform, Regulierung und Begrenzung von Märkten, Haftungsstrukturen in der gesamten Wirtschaft durchsetzen. Und so könnte man weitermachen. Demokratie auf Wirtschaft ausweiten, Zerschlagung von Quasi-Monopolen, Energiewende, Agrarwende, Befähigungskulturen und freie Bildung, mehr Gemeinwirtschaft und Commons, die Gesellschaft für die Schwächsten denken, umverteilen. Alles wirklich liberale, lebensdienliche Formen, wie ich meine. Und wir kommen dann dahin, Utopien zu entwickeln, also positive Utopien. Die Lösung gibt es eigentlich schon. Sie müssen nur durchgesetzt werden. Und es ist eben wunderbar, welche Freunde man findet, wenn man sich auf den Weg macht, zukunftsfähig zu leben, gemeinsam mit anderen neue Lebensstile einzuüben, die Gemeinschaft und Natur auf Dauer erhalten, Kunst und Handwerk ins Leben integrieren, sich vervielfältigen, eben Freigeist zu werden. Oder noch konkreter, wenig Fleisch essen, möglichst wenig fliegen und wenig Auto fahren, teilen, tauschen und reparieren, lokal wirtschaften, selbstloses tun und entschleunigen. Sie wissen, einige wissen von mir, dass ich ein großer Fan seit der Schulzeit von Albert Camus bin. Ich weiß deshalb, das Leben ist absurd, man wird in eine zufällige Situation geworfen. In dieser Situation kann man aber Sinn finden, wenn man sich für die Gerechtigkeit einsetzt und man wird die nettesten Menschen dabei finden. Man sollte es tun. If nobody loves you, love anyway, heißt es. Tu es dennoch, do it anyway. Und ich ende diesen kleinen Vortrag mit einem Zitat, wiederum aus der Pest von Albert Camus. Während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen, erinnerte er sich nämlich daran, dass diese Fröhlichkeit ständig bedroht war. Denn er wusste, was dieser frohen Menge unbekannt war und was in den Büchern zu lesen steht, dass der Pestbacillus niemals ausstirbt und verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und der Wäsche schlummern kann, dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben. Ich wünsche bei all dem, bei ihrer persönlichen und der gesellschaftlichen Transformation Ihnen Gutes gelingen. Und wenn Sie das nochmal genauer nachlesen wollen, dann finden Sie es auf www.innounisiegen.de. Ich grüße Sie herzlich und machen Sie es gut.